Ja, guten Morgen auf den TUX-Tagen 2023. Zu einem Vortrag heute mal kein technischer Vortrag von mir, sondern etwas über Open Source Software Geschäftsmodelle. Wir werden ein bisschen Gas geben müssen, weil wir gerade noch ein klein wenig technische Themen hatten. Deswegen machen wir einfach vorwärts. Ja, Thema, Open Source Geschäftsmodelle. Ich will gleich mal eine Runde drehen, worum geht es überhaupt? Und mal an ein paar exemplarischen Beispielen von Unternehmen in dem Raum zeigen, wie die so ihr Business betreiben, worauf die aufbauen und wie das Ganze funktioniert. Und am Schluss ein ganz kurzes Fazit ziehen. Ja. Kurz zu mir. Ich bin der Stefan. Ich bin im Open Source Universum also schon sehr, sehr lange unterwegs, also gute 25 Jahre. Ich selber mache auch meistens Vorträge über eGroupware. Da bin ich Anwender seit 2008 und in meinem Dayjob bei meinem Arbeitgeber setzen wir das seit 2010 ein. Der Arbeitgeber, der hat etwas längere Unix- und Open Source Geschichte und setzt auch heute noch relativ viel Open Source ein, weil ich natürlich da arbeite und mich drum kümmere. Seit 2017 bin ich auch eGroupware Community Manager für die eGroupware GmbH. Da findet man mich halt sehr viel auch auf Veranstaltungen, halte Vorträge, kümmere mich im Projekt aber ums Forum, Übersetzungen, Grafiken und so weiter. Und engagiere mich noch ein wenig im deutschen LibreOffice-Projekt. Man findet mich also meistens auf den deutschen Open-Source-Veranstaltungen am LibreOffice-Projektstand. Das Ganze hier im Vorfeld einer Podiumsdiskussion, die im Anschluss stattfindet, mit dem Thema Finanzierungsmodelle von Open-Source-Projekten. Da werden wir antreffen den Frank Kalischek, den Daniel Menzel und die Birgit Becker, so als Querschnitt so in der ganzen Branche und die diskutieren mit Ihnen dann so ein bisschen über Finanzierungsmodelle, was ist möglich, was geht. Deswegen von mir im Vorfeld jetzt auch schon dieser Vortrag. Ja, worum geht es eigentlich? Worum geht es mir? Ich sag mal, Free and Open Source Software, das möchte ich jetzt nicht weiter definieren, was das ist. Ich sag mal, im Grunde ist es erstmal freie Software, wo auch der Source Code verfügbar ist, in diversen Nuancen. Das Ganze wird in verschiedenen Organisationsformen dann entwickelt, angeboten, vertrieben, verwendet. Das findet sich ja heute in allen Bereichen. Viele haben es auf ihrem Handy in der Hosentasche. Die Software läuft auf Druckern, auf Servern, auf Desktops oder sonst wo. Open Source Software letztendlich hat ja alles durchdrungen. Da gibt es natürlich neben Freizeitprojekten, wo Leute in ihrer Freizeit etwas vorantreiben, eine ganze Menge Open Source Software, die von kommerziellen Unternehmen entwickelt, vertrieben, supported wird und so weiter. Die haben alle irgendwie ein Geschäftsmodell auf Basis von Open Source Software. Und ebenso bieten halt kommerzielle Anbieter dann eben auch Dienstleistungen für diese Open Source Software an oder beides zusammen oder wie auch immer. Da gibt es also vielfältigste Spielarten und das wollen wir uns dann gleich auch mal anschauen. Wobei das eben nicht repräsentativ ist. Sind ein paar Beispiele, aber die Spielwiese, die ist da eben extrem groß, wie das Ganze laufen kann, auch was die Größenskalierung angeht. Der allergrößte Teil der Entwicklung, also ich rede jetzt von Softwareentwicklung, aber eben auch das Drumherum, ich sage mal das Vermarkten, Webseite und so weiter, das wird im Regelfall von bezahlten Menschen geleistet. Also ich sage mal der allergrößte Teil von Open Software, Source Software. Es gibt wie gesagt auch viele, viele Projekte, die Leute in ihrer Freizeit machen, die sich sehr stark engagieren, aber ich sage mal am meisten Teil sind schon bezahlte Menschen, die das in irgendeiner Weise machen. Um diese Menschen aber auch bezahlen zu können, müssen die Organisationen natürlich auch Mittel, also sprich Geld zur Verfügung haben. Und darum dreht sich eigentlich vieles. Das Geld muss dann erstmal erwirtschaftet werden oder alternativ, es kommt von staatlichen Auftraggebern dann über den Steuerzahler. Wobei die staatlichen Stellen halt auch eine riesengroße Rolle spielen und auch gerade hier in Deutschland, da bewegt sich auch einiges in der Gesellschaft. Es wird viel diskutiert, viel unternommen, damit auch die staatlichen Stellen, sage ich mal, da die Mittel in die richtigen Wege lenken.
Nur, ich sag mal, das ist trotzdem noch ein sehr, sehr großer und weiter Weg. Und ich sag mal, um welche Mittel es da so geht, mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Tagesspiegel, den ich hier als Screenshot eingefügt habe und der mich auch schon jetzt in den letzten Wochen arg beschäftigt, dass die Firma Oracle zum Beispiel mit dem BMI einen Rahmenvertrag geschlossen hat über 7 Jahre mit Option auf 2 Jahre Verlängerung. Es geht dort um im Prinzip eine Datencloud, sage ich mal so kurz zusammengefasst, und einige andere Dienstleistungen. Also die Oracle bietet ja eine Menge verschiedene Dienstleistungen. Da reden wir in den 7 Jahren über 3,886 Milliarden Euro. Also da ist richtig viel Geld und da muss ich mich natürlich fragen, ob das in die richtige Richtung fließt. Und vor allen Dingen auch, was die Vergaben und die Marktteilnehmer und Begleiter und Wettbewerber angeht, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht, geschweige denn auch irgendwo die kleineren deutschen europäischen Anbieter da, ich sag mal, überhaupt einen Fuß in die Tür kriegen. Sehr engagierend in dem Fall tut sich die FSFE, also die Free Software Foundation Europe, seit langem eine Kampagne am Laufen, Public Money, Public Code, ganz klar. Public Money, das, was wir mit unseren Steuergeldern finanzieren, soll eben auch Public Code werden, sodass auch das vor allen Dingen auch mehrfach verwendet werden kann und auch anderen zur Verfügung steht. Und uns, mir, der FSFE, ist das eben einfach ein Dorn im Auge, dass da Geld in irgendwelche meistens US-amerikanischen Firmen versenkt werden, was dort drüben dann an die Aktionäre ausgeschüttet wird oder irgendwo auf den Bahamas landet. Alle anderen Mittel, die müssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden bei den Unternehmen, die das hier letztendlich leisten. Oder alternativ, man finanziert das Ganze mit Risikokapital, was natürlich nicht heißt, dass man das einfach geschenkt kriegt, sondern Risikokapital als Open-Source-Unternehmer heißt dann letztendlich auch, die Risikokapitalgeber, die wünschen sich dann gerne so 20% Wachstum im Jahr mit 20% Rendite und ich sag mal, ist keine schöne Situation. Ich möchte es auch nicht, weil ich möchte auch noch einigermaßen ruhig schlafen können. Gibt natürlich auch Beispiele. Ich sag mal, die Geschichte von Nextcloud zum Beispiel. Der Frank hat die oft genug auf verschiedenen Veranstaltungen erzählt. Könnt ihr euch nochmal Videos zu angucken. Warum das nicht unbedingt schön ist, mit Risikokapital sein Geschäft zu finanzieren, wurde da oft genug erklärt und ist nicht empfehlenswert. Alle anderen, wie gesagt, aus dem laufenden Geschäftstätigkeit müssen die das erwirtschaften. Ich habe einige Beispiele rausgesucht. Angefangen einfach mal mit Univention. Das sind so meistens Firmen, die mit denen ich also irgendwie auch zu tun habe. Univention, die sitzen in Bremen, sprich Deutschland, EU. Die entwickeln und vertreiben den Univention Corporate Server oder abgekürzt UCS und auch praktisch so als zweites Hauptstandbein die UCS at School. Das ist eine angepasste Version letztendlich mit einigen zusätzlichen Funktionalitäten, die vor allen Dingen im Bildungsbetrieb wichtig sind. Was machen die? Die bauen im Prinzip ein Produkt aus Open Source Standardsoftware zu einer Distribution zusammen mit einer eigenen Administrationsoberfläche. Das begegnet uns da im Markt öfters. Wir haben auch gleich nochmal ein entsprechendes Beispiel, was da ähnlich ist. Es gibt dort ein Univention App Center. Das heißt, über das App Center kann man dann auch andere Software auf diesen Servern nachinstallieren. Das ist auch noch ein Vertriebszweig, ein Geschäftsmodell. Wer darüber dann bucht, zum Beispiel, der gibt dort auch einen gewissen Prozentsatz an Univention ab. Univention selber mit seinen Produkten hat als Schwerpunkt Identitätsmanagement, also speziell eben auch im Bildungswesen. Und das, ich sage mal, von der kleinsten Ausführung für eine kleine Firma mit 5 Leuten bis hin zu einigen 10 oder 100.000 Teilnehmern, die dort oder Benutzern, die dort verwaltet werden, Identitäten. Univention bietet Subskriptionen an mit verschiedenen Stufen, das heißt also verschieden preisig natürlich, aber dann auch mit verschiedenen SLAs, das heißt also Reaktionszeiten, wie viele Tickets man aufmachen kann und, und. Das kann man sich unterschiedlich anschaffen. Die machen für diesen UCS bis zu 7 Jahre Maintenance und Support. Das ist eine recht lange Zeit für so ein Produkt und
Somit können Firmen, die auf dieses Produkt eben setzen, auch sehr, sehr lange mit diesen Produkten arbeiten und müssen nicht, wenn sie zum Beispiel auf einen nackten Debian gehen, alle 2 Jahre mindestens mal ein größeres Update machen. Verbreitet wird auch die sogenannte UCS Core Edition. Das heißt also, im Prinzip ist dieser UCS-Server auch frei verfügbar, kostenlos. Da kann man dann Support über das Portal erhalten, über das Support-Portal, sprich das Forum. Das heißt also, sie haben auf jeden Fall etwas Bezahlbares und auch etwas Freies, was die anbieten. Ansonsten sind die sehr viel im Projektgeschäft unterwegs mit Kunden, die größere Dinge machen. Auch solche Projekte wie dphoenix zum Beispiel, ein Projekt, wo die auch das Identitätsmanagement machen für das Desktop-Frontend oder das Web-Frontend von dphoenix. OpenDesk auch noch eine staatliche Version davon für einen offenen Desktop oder auch so große Sachen wie bei Orange in Frankreich, wo die für Orange selber als Mobilfunkanbieter und Webanbieter eben zum Beispiel das Identitätsmanagement machen. Also die verdienen also hauptsächlich an den Subskriptionen und eben am Projektgeschäft, Beratungsgeschäft und so weiter. Daneben veranstaltet die Univention einmal im Jahr den Univention Summit. Das ist so ein bisschen so ein Branchentreff auch. Da treffen sich unheimlich viel Leute, die mit Univention zu tun haben, aus dem Bildungsbereich, Menschen, die auch im Upcenter zum Beispiel ihre Software anbieten. Da werden wir von eGroupware dann auch wieder anzutreffen sein vor Ort. Sehr empfehlenswert, wer da ein bisschen reinschnuppern will, Leute treffen will, auch bekannte Größen aus der Branche kann man dort treffen. Einfach ansprechen, das geht dort, ich sag mal, alles per Du. Sehr empfehlenswert. Findet in Bremen statt, gut zu erreichen, direkt mit der Bahn, ist nämlich hinterm Bahnhof. Und bis 15.11. nächste Woche gibt es Early Bird Tickets, also wirklich für ein kleines Geld, vor allen Dingen Buffets inklusive. Zu LibreOffice möchte ich ein bisschen was sagen. Geschäftsmodell ja, ist aber erstmal natürlich eine freie Software, aber da steckt auch ein Geschäftsmodell hinter oder Firmen, die ein Geschäftsmodell haben. LibreOffice selber ist irgendwann gegründet worden als Fork und es wurde gegründet The Document Foundation. Das ist eine Stiftung, sitzt in Deutschland, sprich Berlin. Das Ganze ist spendenfinanziert. Man kann über die Webseite dort spenden oder auf verschiedenen anderen Wege. Diese Organisation organisiert so die ganze Community weltweit und hält das Ganze zusammen, bietet praktisch die Plattform auch für die kommerziellen Anbieter, organisiert Treffen im Jahr, zum Beispiel auch für die örtlichen Communities hier in Deutschland oder weltweit, Asien, Südamerika und so weiter. Die stellen aber auch eigene Mittel für Entwicklungen zur Verfügung. Das heißt, es kann schon mal sein, dass bestimmte Sachen als wichtig erachtet werden. Dann wird praktisch ein Entwicklungspaket ausgeschrieben und jemand nimmt das als Auftrag an. Mittlerweile gibt es auch eigene Entwickler, aber es ist eigentlich nicht das Thema von der Document Foundation, tatsächlich LibreOffice zu entwickeln als Software. Das machen dann andere. Wie das Ganze von OpenOffice zu LibreOffice wurde, gibt es einen recht frischen Artikel bzw. Podcast mit dem Florian. Auf Golem kann ich sehr empfehlen, euch das mal anzuhören. Ist wirklich sehr interessant. Spannende Geschichte, wer das noch nicht so kennt, wo das herkommt. Insbesondere dieses Konstrukt mit der Stiftung ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, das Geschäftsmodell dahinter oder die Firmen, die ein Geschäftsmodell haben, die tragen letztendlich die meiste Softwareentwicklung von LibreOffice und abgeleiteten Produkten. Da gibt es einige Firmen, größere, aber auch kleinere. Ich habe hier mal aufgezählt Collabora Productivity, also oder kurz gesagt Collabora, CIB, die sitzen hier in Deutschland, Allotropia sitzt auch in Deutschland, Hamburg, CIB, München, Collabora, die sitzen in England. Da gibt es natürlich noch Red Hat und mehrere andere. Und es gibt auch einige Softwareentwicklungsbeiträge von freien Beitragenden, die zum Beispiel bei anderen auch bei staatlichen Stellen zum Beispiel arbeiten oder ganz frei sind. Dann gibt es einige Softwarebeiträge, die kommen aus dem Google Summer of Code, der dann auch wiederum von TDF-Leuten betreut wird oder von Leuten von diesen Firmen hier.
Und es gibt für das Ganze drumherum, gerade Veranstaltungen, Stände machen, Dokumentation, Anleitungen schreiben, Support leisten, unheimlich viel Community-Beiträge, Beitragende weltweit, ja, die nicht unbedingt bei diesen Firmen arbeiten. Da gibt es jetzt zum Beispiel von Collabora und CIB, die bieten zum Beispiel Business-Varianten von LibreOffice mit Serviceverträgen, Langzeitsupport an und das Ganze kostenpflichtig. Das ist eben ein Standbein, um zum Beispiel ihre Entwickler zu bezahlen oder zu finanzieren. Collabora selber entwickelt aber darüber hinaus auch noch die Online-Version von LibreOffice, Collabora Online. Lässt sich im Webbrowser bedienen, Office, habe ich einige Vorträge drüber gehalten, wird eingebunden in Nextcloud, eGroupware oder sonst was. Das wird produziert und entwickelt von Collabora. Basiert dann letztendlich auf LibreOffice beziehungsweise auf das Collabora Desktop-Produkt Collabora Office. Das Ganze ist dann kostenpflichtig. Es gibt aber auch eine Developer-Version, die heißt dann Code. Die ist frei verfügbar. Es gibt also eine kostenpflichtige Version mit Support und allem drum und dran. Und es gibt eine freie Version, wo dann eben auch mal sein kann, dass da mal ein Fehlerchen drin ist, die ein bisschen früher kommt, Fixes testet und so weiter. Dann gibt es eine Version für Android und iOS von Collabora Office. Die ist frei verfügbar. Die könnt ihr auf eurem Handy oder Tablet auch gerne mal ausprobieren. Diese Firmen bieten eben aber auch Entwicklung und Support rund um LibreOffice an. Das heißt also, man kann dort Bugs von denen fixen lassen, man kann dort Software entwickeln lassen, also sprich Funktionalitäten im Regelfall, die fließen dann wieder bis runter in LibreOffice ein. Und ganz viele von den Funktionalitäten in LibreOffice, die sind eben irgendwann mal von irgendeiner Firma finanziert worden, die da Bedarf dran hatte, die dann letztendlich bis LibreOffice wieder reingepflegt werden, sodass auch die Gemeinschaft da etwas drüber hat, von hat. Trotzdem, trotz dieser Firmen, die da sind, braucht, ich sag mal, LibreOffice immer noch Unterstützung auch durch Mitwirkende. Es gibt einen Weblink, da kann man sich anschauen, wo man mitmachen kann, wo man unterstützen kann. Und gerade auch, ich sag mal, es gibt sehr umfangreiche Handbücher und die regelmäßig zu übersetzen, auch mit ihren Änderungen, das ist relativ viel Aufwand. Die deutschen Handbücher hinken da natürlich immer klein wenig hinterher. Es gibt ein paar tolle Leute, die wirklich super Leistung da reinbringen, viel Freizeit reinbringen und tolle Handbücher machen. Und die können gut und gerne noch Unterstützung gebrauchen. Da gibt es eine Discuss-Mailing-Liste, eine deutsche, da könnt ihr euch gerne mal melden und dann könnt ihr da unterstützen. Da würden die sich sehr freuen. Als weiteres habe ich mir mal Gunnikus rausgesucht. Die sitzen bei mir in der Nähe hier im Sauerland. Gunnikus, die sitzen also in Arnsberg, eben Deutschland. Würde ich jetzt mal hier stellvertretend nehmen für viele Firmen, die wir hier in Deutschland haben, wie B1, ETES oder auch die ganz kleinen Anbieter und Dienstleister wie Phoenix IT Solutions, SysOps oder FSP. Da gibt es unzählig viele, die in irgendeiner Form, ich sag mal, mit Open Source Software oder auf Basis dessen oder auch selber entwickeln, in dem Umfeld tätig sind. An der Stelle von Gunnikus möchte ich zwei Vorträge empfehlen. Das sind einmal von der CLT 23, also relativ frisch, vom Stefan, hat einen Vortrag gehalten, der redet eigentlich noch von Linux auf dem Desktop, weil es ist ja immer noch ein Thema, gerade auch im unternehmerischen Umfeld, bei Firmen Linux auf dem Desktop. Ich habe jetzt zwar schon einiges gesehen, was geht, aber durchsetzen tut sich es bislang ja nun mal noch nicht. Und da nochmal dieses Thema aufgegriffen. Und auch der 2019er Vortrag war sehr interessant. Gibt noch mehr Vorträge vom Stefan, die sind alle sehr sehenswert. Schaut mal danach. Gunnikus fußt sein komplettes Angebot auf Open Source Software. Die machen so Sachen wie IT Security, Monitoring, Wartung, Support, die bauen Cloud-Plattformen, bieten Kommunikation an, also sprich Jitsi, BBB, RocketChat etc. Und machen auch einiges in Richtung Industrie 4.0, IoT-Sachen. Aber ich sag mal, das ist halt ganz, ganz viel auch Beratung und Konzeption bis zur Umsetzung und der Betrieb für Kunden dann.
Ich denke mal, es werden nicht viele Leute Gonikos kennen. Und das, was die machen, ist sicherlich auch, jetzt sag mal, nicht sehr viel an der Front, also sprich auf dem Desktop. Das läuft hauptsächlich bei Firmen. Ja, das ist ein Geschäftsmodell, wo auch durchaus größere Dinge gemacht werden. Was ihr wahrscheinlich mehr kennt, ist sowas wie Proxmox. Die Proxmox GmbH, die sitzen in Wien, Österreich, EU. Und die entwickeln und vertreiben den Proxmox VE, also Proxmox Virtual Server, oder die meisten sagen da einfach nur Proxmox zu. Was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, die machen aber auch den Proxmox Backup Server und den Proxmox Mail Gateway. Diese Produkte, und da sind wir wieder genauso wie beim UCS, die baut auf Open Source Standard Software auf. Da wird eine Distribution drauf erstellt mit einer eigenen Administrationsoberfläche. Also so ähnlich wie Univention, nur für andere Zwecke eben. Proxmox selber, das Business lebt von Support Subscriptions, Trainings, die die selber machen oder eben über Partner. Und auch Partner, die Planung und Implementierung vornehmen, also zum Beispiel Menzel IT, den Daniel haben wir ja gleich noch in der Podiumsdiskussion. Subskription, da gibt es so verschiedene, zum Beispiel eine Community, Basic, Standard, Premium. Und bei der Community ist es so, das ist praktisch die kleinste. Da zahlt man relativ kleines Geld im Jahr dafür, aber dann bekommt man schon Zugang zu einem Enterprise-Repository. Wenn ich mir also Proxmox normal installiere, holt der sich seine Software aus einem öffentlichen Repository, wo auch immer wieder im Prinzip alle paar Tage neue Softwareänderungen reinkommen, neue Kernel, neue Benutzeroberfläche und so weiter. Dieses Enterprise-Repository, da sind die Sachen drin, die noch etwas abgehangener sind. Das heißt also, dort sind die Sachen, die schon bei der öffentlichen Version, ich sag mal, richtig abgehangen sind und garantiert funktionieren, die landen dann erst im Enterprise-Repository. Das erlangt man aber schon mit dieser Community-Subskription, nur ist da dann eben kein direkter Support von Proxmox drin, das läuft dann übers Forum. Die werden dann da auch bevorzugt. Das heißt also, man kann also im Prinzip kostenfrei, man kann eine Community kaufen, um auch das Projekt natürlich und die Firma zu unterstützen und darüber hinaus natürlich verschiedene Stufen bis hin zu wirklich vollumfänglichen Support von Proxmox. Was da seinerzeit stattfand, vor Jahren, wollte Proxmox natürlich auch wachsen und musste auch das Ganze finanzieren, und da gab es eine Änderung, und zwar zu der Zeit wurde das umgestellt auf dieses Enterprise-Repository und das öffentliche Repository, sodass dann zum Beispiel nach einem Update oder nach einer Neuinstallation immer so ein Fensterchen hochgeht, wo dann steht, hör mal, du hast kein Enterprise-Repository. Ja, muss man dann immer wegklicken. Es gab damals reichlich Diskussionen in der Community. Da haben viele Leute auch gemurrt und gemeckert. Aber trotzdem muss man Proxmox bescheinigen, diese Änderung letztendlich, die hat gut funktioniert. Die bieten wirklich für ganz kleines Geld Subskriptionen an, so was sich auch im Prinzip jeder leisten kann, Unternehmen mal sowieso. Aber es waren eben doch einige Leute auch ziemlich beleidigt und haben sich darüber aufgeregt und haben dann sofort nachgeguckt, wie sie den Code für dieses Pop-up da wieder rauskriegen, ja. Nur irgendwann muss man was machen. Wenn man Leute einstellen will, dann muss auch darüber Geld kommen. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Weg, den Proxmox da gewählt hat. Nicht ganz ein Businessmodell, aber oder ein Wirtschaftsunternehmen, aber trotzdem habe ich das hier mal hier mit reingenommen. Die OSB Alliance, Open Source Business Alliance. Es ist ein Bundesverband, ein e.V., wo sich Unternehmen, aber auch also IT-Business-Unternehmen, aber auch Anwenderfirmen tatsächlich und Organisationen drin finden. Wir von eGroupware sind da auch zum Beispiel Mitglied, eigentlich alle anderen auch, von denen hier die ganze Zeit die Rede ist.
Das ist eine Interessenvertretung der OSS-Wirtschaft, Deutschland und etwas darüber hinaus. Wir gehen vor allen Dingen hin und wirken auf öffentliche Auftraggeber und Privatwirtschaft. Da sind mittlerweile über 200 Mitglieder. Und wenn jemand auf Jobsuche dort ist, sollte sich auch da mal über die Webseite begeben. Da sind eine Menge Jobs ausgeschrieben. Was aber das Wichtigste an der OSBA für mich im Moment ist, es gibt Working Groups, also Arbeitsgruppen, die dort wirklich hervorragende Arbeit machen. Und eigentlich für mich die wichtigste ist die Working Group Vergaberecht. Ich hatte das anfangs angerissen. Staatliche Stellen haben wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Das Problem ist, es müssen Ausschreibungen stattfinden, was jetzt nicht das Problem ist, sondern diese Ausschreibungen, die Bedingungen dafür, die sind so gestaltet, dass kleinere Firmen oder Open-Source-Anbieter grundsätzlich kaum zum Zuge kommen können, weil diese Bedingungen so gestaltet sind, dass eben nur die kommerziellen Closed-Source-großen Anbieter überhaupt zum Zuge kommen können. Wie kommt das zu solchen Bedingungen? Ich sag mal so, da haben ganz viele Leute aus der Closed-Source-Wirtschaft einfach lange dran gearbeitet und Arbeit reingesteckt, dass diese Bedingungen genauso werden, wie sie jetzt sind in der Vergangenheit. Da arbeitet die OSBA mit der Working Group und insgesamt dran, auf das ganze politische Geschehen da Einfluss zu nehmen und gerade auch das Vergaberecht zu reformieren, sodass auch Open-Source-Software und auch gerade auch kleinere Firmen da irgendwie mal eine Chance haben. Es gibt einige Bundesländer, da funktioniert das ganz gut, Thüringen zum Beispiel, aber da ist trotzdem insgesamt noch ein großer weiter Weg. Weiterhin geht die OSBA mittlerweile auch sehr stark auf die Privatwirtschaft zu, macht dort Lobbyarbeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt einen schönen Vortrag jetzt noch zuletzt von der Foscon, vom Klaus über Open Source in der Verwaltung. Da geht es nämlich gerade eben auch um die Beschaffung und wie kriegen wir Open Source in die Verwaltung. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Schaut euch das Video mal an. Insgesamt ist die OSBA aber einfach ein Netzwerk. Wir netzwerken, wir treffen uns. Es gibt auch jetzt wieder ein Treffen in Berlin und man kennt sich untereinander und wir versuchen gemeinsam was zu bewegen im Open Source Bereich. Als weiteres möchte ich über eGroupware sprechen, über das Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Das ist natürlich das, wo ich am meisten was zu erzählen kann. eGroupware selber sitzt hier in Deutschland in Kaiserslautern, gibt es länger, also insgesamt schon so seit 96 circa als Dienstleister und Softwareentwicklung. 2017 dann umfirmiert in eGroupware GmbH und Konzentration auf dieses Produkt. Wir machen von Deutschland aus Support und Vertrieb, also weltweit im Regelfall. Wir haben zwar ein paar Partner, aber das meiste läuft über uns selber. Ganz wichtig hier, es ist eine GmbH hier in Deutschland und die Einnahmen, die bleiben letztendlich auch hier in Deutschland und fließen praktisch komplett wieder ins Produkt ein. Da landet nichts irgendwo bei Aktionären in den USA oder sonst wo oder in irgendwelchen Steueroasen. Das fließt bei uns hier direkt wieder ein. Hinter so einer Firma, das möchte ich mal ganz kurz aufzeigen, stecken natürlich auch einige Leute. Da sitzen nicht nur drei Leute dann abends mal eine Stunde zusammen und machen irgendeine Software oder hacken dann mal ein paar Stunden rum. Nee, also hinter so einer Firma, und das gilt ja für alle anderen, die ich gerade auch vorgestellt habe, von wirklich klein bis groß, da gibt es Personal. Das sind Entwickler, Organisatoren, da gibt es eine Buchhaltung, das Bürowesen selber, Leute, die Support machen, Community-Manager, also sowas wie mich zum Beispiel. Da sind Leute, die machen Grafik, Web, Administration, eine ganze Menge Jobs, die erledigt werden müssen. Und an all diesem Personal hängen natürlich, also das sind Mitarbeiter und eben auch ihre Familien, die verdienen da ihre Brötchen. So, dazu kommen natürlich auf der Kostenseite auch noch sowas wie Büro, die Infrastruktur dort, Werbung, Veranstaltungen, Hostingkosten für Rechenzentrumsbetrieb. Man bezieht dann eben auch Supportdienstleistungen von anderen Firmen. Also ich sag mal so, auch so ein kleiner Softwarehersteller, der hat eben komplett alles zu bedienen. Und das ist manchen nicht ganz bewusst, die irgendeine Open-Source-Software möglichst für kostenlos einsetzen, dass da eben auch solche Konstruktionen
dahinter stehen, die durchaus auch eine gewisse Größe haben. Und ich sag mal, jeder, der in irgendeiner Weise weiß, was seine Gehaltsabrechnung bietet und was sein Arbeitgeber dafür bezahlt und das mal multipliziert mit seinen Kolleginnen und Kollegen, der weiß plötzlich, wie, ich sag mal, sich das Ganze hochskaliert. Kupfer selber als Produkt, das gibt es schon sehr lange. Seit 2000 ist damals auch ein Fork gewesen von einem Produkt. Das Ganze wird angeboten einmal als Community-Version, wird komplett der Quellcode auf GitHub gehostet. Wir bauen dafür auch Installationsversionen, das heißt also Skripte und so weiter, um das super einfach zu installieren. Das Ganze ist also praktisch nicht nur als Quellcode verfügbar, wo man dann irgendwas mit selber machen muss, sondern wir bieten eben auch Installationsmöglichkeiten relativ einfach an. Dazu auch Zusatzsoftware, die man damit implementieren kann, alles mehr oder weniger ein Einzeiler zum Installieren. Und es gibt eine sogenannte EPL-Version, Enterprise License. Da sind einige Funktionen und Anwendungen zusätzlich drin, die im Regelfall alles irgendwie so das Businessgeschäft, also in Unternehmen betrifft, weniger so im Privatbereich. Auch dort ist natürlich der Quellcode, der basiert einmal auf dieser Community-Version und das, was da zusätzlich kommt, der ist letztendlich auch für den Kunden verfügbar, weil wir reden hier über PHP, JavaScript und so weiter. Der ist also auch nicht kompiliert. Unsere Kunden mit der EPL-Version, die können auch diesen Code einsehen. Das ist also dann auch nach wie vor keine Closed-Software, die der Kunde letztendlich nicht prüfen oder einsehen kann. Im Prinzip haben wir es dann hier so mit so einem Open-Core-Modell zu tun, wobei Open-Core-Modell hier nicht heißt, dass das, was nicht öffentlich ist, eben nicht einlesbar ist oder einsehbar ist. Es ist bei uns einsehbar. Das Produkt selber wird von der E-Group GmbH selber als Software as a Service oder On-Premises angeboten, also diese EPL-Lizenz. Wir haben also auch wieder eine öffentlich kostenlos verfügbare Version und eine Version, die etwas Geld kostet, mit einer Subskription und mit zusätzlichen Funktionen. Das ist bei vielen anderen Softwareprodukten etwas anders. Da gibt es praktisch eine freie Version, die alle Funktionalität hat, aber dann fehlen zum Beispiel Support oder die Installationsmöglichkeiten, je nachdem. Also wir haben diese Zweiteilung gewählt, weil das für uns das funktionierende Geschäftsmodell ist. Als Dienstleistung geht die GmbH hin und bietet, wie gesagt, als Software as a Service E-Group an, aber eben auch Collabora Online oder Rocket Chat. Wir sind auch Reseller für Lizenzen für Collabora Online zum Beispiel. Wichtiges Standbein natürlich der Support. Wir bieten für unsere Kunden eben auch Migrations-Update-Unterstützung, Support am Produkt selber. Das Ganze machen wir auch für die Community-Anwender. Das heißt also, Leute, die die Community-Version am Laufen haben, die können bei uns auch Support kaufen dafür. Also wir haben eine ganze Menge Unternehmen, die setzen die Community-Version ein in ihrem Unternehmen und, weiß ich nicht, alle ein, zwei Jahre lassen die sich von uns zum Beispiel beim Update unterstützen oder wenn sie Probleme haben oder sonst was. Wir bieten also auch für die Community-Leute kommerziellen Support an. Das ist also auch möglich. Ansonsten hauptsächlich so Organisationsberatung, Migrationsunterstützung, da machen wir sehr, sehr viel. Aktuell in einem Projekt lösen wir Lotus Notes zum Beispiel ab, komplett mit Prozessen, Maskenanpassungen und so weiter. Das ist so unser Geschäft. Ja, also Funktionserweiterungen, Maskenanpassungen. Dann gibt es Sonder- und Auftragsprogrammierung. Also Unternehmen, Anwendungsunternehmen geben bei uns Funktionen zum Beispiel im Auftrag für E-Groupware selber. Das landet dann im Regelfall eben auch in der Community-Version. Das kommt also der kompletten Community zur Verfügung und irgendeine Firma bezahlt das dann halt. Wir machen aber auch komplett das Management, also wenn jemand das On-Premises installiert hat, können wir auch den kompletten Service-Stack liefern, also da müssen die sich um nichts kümmern, selbst wenn sie es On-Premises haben. Unser Geschäftsmodell ist also letztendlich ein Lizenzvertrieb für die EPL-Version, wobei dieser Begriff Lizenz, ich mag den nicht so sehr. Ich sehe da eher so eine Wartungsgebühr. Ja?
Also das ist letztendlich das Geld, was Firmen dafür bezahlen, damit wir die Software weiterpflegen und weiterentwickeln können. Software as a Service, wir stellen also alles fertig zur Verfügung, muss keiner was bei sich installieren. Das ist eben ein Standbein, wie gesagt, der Reseller-Tätigkeit, Support, Beratung, Programmierung. Das ist praktisch so ein Überblick über das Geschäftsmodell der E-Groupware GmbH. Ich will einen ganz kurzen Überblick über E-Groupware geben, weil dann kommen wir auch so ein bisschen Richtung Wettbewerbssituation, in der wir uns da befinden. Das finde ich wichtig an der Stelle. E-Groupware ist eine Groupware-Lösung. Wir machen so Standards wie E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben. Da kommen rein Videokonferenzen, Dateimanager, also File-Sharing, Chat, ein Online-Office ist drin. Dann seht ihr schon, da haben wir im Prinzip so einen Umfang, der einen so ein bisschen auch an den Umfang erinnert, was Microsoft so bietet in seinen Online-Angeboten. Wir haben dann ein bisschen mehr drin. Wir haben zum Beispiel Remote-Desktop da drin, Projektmanager, Ticketsystem, Kanban in der EPL-Version, CTI-Anbindungen und so weiter. Das geht dann noch deutlich darüber hinaus. Warum erzähle ich das? Weil wir als Open-Source-Anbieter, genauso wie alle anderen, die ich erwähnt habe, irgendwo im Wettbewerb stehen, natürlich mit den meistens oder oft großen Anbietern, meistens von Closed-Software, also da zum Beispiel Microsoft oder eben, ich habe es vorhin auch erwähnt, Oracle, ganz wichtig, man glaubt gar nicht, was die so machen. Da kriegen wir relativ wenig von mit. Wir stehen in einem Wettbewerb damit und in dem Fall jetzt zum Beispiel, was Microsoft angeht, stehen wir mit unserem Produkt und deswegen habe ich das gerade mal so ein bisschen runtergerissen, da stehen wir im Wettbewerb mit einem MS365 und Teams, weil eben diese grundsätzlichen Funktionsumfang, den decken wir auch ab. Wir müssen uns allerdings damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel die Microsoft-Produkte, gerade zum Beispiel auch im Bildungssektor, ich sag mal, mehr oder weniger für Lulu von Microsoft abgegeben werden. Also da kommt es eben schon mal, dass da Schulen sind. Denen sind 1.000 Euro im Jahr zu viel Geld und nehmen dann doch lieber Microsoft 365 und Teams, weil sie für ein anderes Produkt 1.000 Euro im Jahr nicht zahlen wollen. Ich sag mal, wir haben es hier mit einer massiven Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht zu tun, weil ich sag mal, von uns Unternehmen, die wir hier Dienstleistungen in Deutschland und Softwareentwicklung betreiben, wer kann denn da die ganze Zeit umsonst arbeiten? Da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, man kann das Ganze natürlich mit Risikokapital eine Zeit lang überbrücken, aber wer will das? Das Ganze gilt natürlich auch dieser Wettbewerb für andere Groupware-Lösungen. Andere Software auch. Wir befinden uns hier im Groupware-Bereich. Da Open Exchange, Copano und wen es da sonst noch so gibt, das sind einige. Die orientieren sich zwar auch vom Produkt her sehr stark an Microsoft, Optik, Funktionen und so weiter, aber letztendlich stehen wir alle im Wettbewerb mit den Microsoft-Produkten, aber auch mit den Oracle-Produkten. Was heißt das für E-Groupware? Wir stehen da im Wettbewerb und müssen uns da durchsetzen. Und ich sag mal, in der Privatwirtschaft ist es ein bisschen schwierig. Da ist Microsoft teilweise gesetzt. Ich weiß, dass es aber eben auch anders geht, weil in meinem Dayjob arbeite ich bei einem Automobilzulieferer und kann ganz klar sagen, wir können auch ohne Microsoft. Ja. Ob wir die nächste Zeit gezwungen werden, Microsoft einzusetzen, werden wir mal sehen. Ich weiß, dass einige andere Zulieferer gezwungen worden sind, von den OEMs, sprich VW und Konsorten. Das heißt für E-Groupware aber auch, wir müssen in irgendeiner Form gegen Microsoft-Angebote bestehen, die teilweise eben, ich sag mal, durchaus für uns nicht realisierbar sind, weil wir müssen unsere Leute bezahlen. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben in unserem Forum, warum für Open-Source-Software Dienstleistungen Geld bezahlen. Ich habe den mal hier verlinkt, die Folien stehen ja auch später zur Verfügung. Möchte ich mal ans Herz legen, diesen Artikel, da habe ich mir auch mal ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, hat etwas unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Da waren doch tatsächlich Leute überrascht, dass wir damit Geld verdienen wollen. Was heißt Geld verdienen wollen? Wir wollen einfach unseren Lebensunterhalt damit
bestreiten. So einfach ist das. Und wir wollen ein Produkt entwickeln, haben da wahnsinnig viel Spaß dran. Wir leisten auch unheimlich viel Support und Gespräche und alles, was auch überhaupt nicht vergütet wird. Aber ich sitze dann auch vielfach abends und mit Leuten zusammen und wir sprechen drüber und deswegen bezahlt mich auch die GmbH dafür, die Community zu betreuen. Aber auch ich privat mache da sehr viel. Aber irgendwo muss für einen Teil dessen einfach schlichtweg auch mal Geld verdient werden, damit das Ganze funktioniert. Deswegen kommen wir dann auch zu einem Fazit. Ich denke, also tragfähige Open-Source-Geschäftsmodelle sind definitiv möglich, sowohl bei Softwareentwicklern, Beratungsfirmen, all diese Firmen, die wir gerade mal aufgezeigt haben. Es gibt ja, wie gesagt, vielfach Geschäftsmodelle mit ganz unterschiedlichen Dingen. Aber ich sehe jetzt mal so als Fazit ein paar Dinge einfach als notwendig an. Grundsätzlich, Entwicklung von Software und alles drumherum und wenn es dann das Büro oder der Support oder sonst was ist, die brauchen eben Geld und das muss irgendwo herkommen. Wichtig ist mir aber auch, gerade auch gerichtet an Admins in Unternehmen, aber auch kleinere Dienstleister gerade und einige andere, bitte verkauft OSS-Software nicht als kostenlos eurem Geschäftsführer, eurem Kunden oder sonst was. Man kann damit Lizenzkosten sparen, ja, aber bitte tut nicht immer so, als wenn das alles kostenlos wird, weil da sind irgendwo Leute, die müssen das Ganze auch produzieren und man kann sich nicht darauf zurückziehen, dass immer nur, ja, das finanzieren so ein paar große Firmen, die können das Geld leisten. Das ist so einfach leider nicht. Ja, also bitte versucht, Open-Source-Software zwar positiv zu verkaufen, auch dass man da durchaus mal Geld sparen kann, aber es gibt genug andere Argumente, die für Open-Source-Software sprechen, aber bitte verkauft das nicht unbedingt als Hauptargument, das ist kostenlos. Ja? Wichtig gerichtet an Anwendungsfirmen, die das, ich sag mal, kostenfrei einsetzen, aber auch an privat Anwender, also sprich jeder von uns, der auch die Software, diverse Software auf dem Linux-Desktop hat, ob das LibreOffice oder sonst was ist, spendet an Projekten und Organisationen. LibreOffice kann man spenden, hier kann man spenden, dort kann man spenden, FSFE kann man spenden, einige andere Organisationen in dem Bereich. Nehmt euch doch einfach vor, ein gewisses Budget im Jahr und teilt das auf und guckt mal nach, wo könnt ihr etwas spenden oder über verschiedene Finanzierungsplattformen. Die Software, die ihr gerne verwendet, guckt mal nach. Könnt ihr dem 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro zukommen lassen? Oder wie heißt es immer so schön, ein Kaffee. Ja? Ich würde vorschlagen, macht euch ein Budget fürs Jahr und Ende des Jahres teilt euch das auf und lasst den Leuten das zukommen. Es können 5 Euro, 10 Euro, vielleicht 20 Euro sein im Jahr pro Projekt. Es müssen einfach nur viele Leute machen und dann funktioniert das auch besser. Weil ich habe leider schon viele Software eingehen sehen, wo die Leute einfach irgendwann auch das nicht mehr bezahlen konnten, die Webseite nicht mehr bezahlen konnten. Es ist wichtig, auch dass mit eurer Lieblingssoftware weiterentwickelt wird. Gerade für die Unternehmensanwender, also sprich für euch Admins in Unternehmen zum Beispiel, kauft für solche Software durchaus auch Lizenzen, Subskriptionen, Support. Macht Schulungen bei den Anbietern, kauft Funktionen, lasst die programmieren, damit die wieder einfließen in das Produkt. Da gibt es eine ganze Menge, was ihr tun könnt. Geht einfach mal an eure Geschäftsleitung ran und sagt denen, ich brauche hier Support, ich brauche hier eine Schulung, ich brauche hier eine Funktion. Da geht was. Ja? Macht das einfach. Und was jeder machen kann, unterstützt Projekte mit Zeit, also Übersetzungen, Dokumentation, Support. Da gibt es überall viel zu tun. Geht mal auf die Veranstaltung, Chemnitzer Linux-Tage, die Frostcon, die Keylux, einige andere. Geht mal dahin, schaut euch die Projekte an. Vielleicht könnt ihr da was zu beitun. Alle brauchen Unterstützung. Es kann ja einfach nur wenig sein. Man muss da ja nicht hunderte von Stunden im Jahr aufbringen. Es geht auch deutlich weniger. Also wie heißt es schön, Kleinvieh macht auch Mist. Tut was, weil ich sag mal, sonst ist das mit der Open-Source-Software eben auch unter Umständen in weiten Teilen in Zukunft so nicht mehr realisierbar.
wenn keiner hilft, wenn keiner bezahlt, wenn keine Firma bezahlt, wird das auf Dauer ein klein wenig schwierig. Das ist kein Selbstläufer, weil man, ich sag mal, die Gegenspieler, also sprich Microsoft, Oracle und Konsorten, die haben ganz andere Macht. Da muss man gegen mit Gemeinsamkeit und Community gegen angehen. Deswegen nehmt euch das zu Herzen, wäre schön, wenn da mehr passiert. Das war es eigentlich soweit. Ihr könnt mich gerne kontaktieren unter der E-Mail-Adresse oder bei uns im Forum vorbeischauen, bei eGroupware. Ich bin für jedes Gespräch immer gerne zu haben, auch mal abends oder auf den Veranstaltungen. Sprecht mich an. Es wird auch gleich noch einen freien Jitsi-Raum geben. Der Link wird, glaube ich, auch auf der Webseite gleich gepostet. Also wer mich da treffen will und ein bisschen quatschen will, kommt da einfach gleich rein. Ich bin da. So, für den Moment erstmal herzlichen Dank für euer Interesse und ich wünsche euch noch viel Spaß gleich bei der Podiumsdiskussion und ich sage mal die restlichen anderthalb Tage bei den TUX-Tagen 2023. Mhm.